Dankeschön. Ja, ich möchte uns den Predigttext lesen. Der steht im Matthäus-Evangelium. Es ist ein Gleichnis von Jesus. Und es gibt ja einige wenige Gleichnisse, die Jesus selber auch auslegt. Also wo wir von ihm sozusagen eine Verstehenshilfe nochmal bekommen. Matthäus 13, die Verse 24 bis 30 und dann 36 bis 43. Jesus erklärte der Volksmenge noch ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Bauer, der auf seinen Acker guten Samen aussäte. Als alle schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand wieder. Der Weizen wuchs hoch und setzte Ähren an. Da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. Die Feldarbeiter gingen zum Bauern und fragten ihn: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut auf dem Felde? Er antwortete: Das hat mein Feind getan. Die Arbeiter sagten zu ihm: Willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Aber er antwortete: Tut das nicht, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut ein, bindet es zu Bündeln zusammen, damit es verbrannt werden kann. Aber den Weizen bringt in meine Scheune. Jesus schickte die Volksmenge weg und ging ins Haus. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete: Der Bauer, der den guten Samen sät, steht für den Menschensohn, also für Christus selber. Der Acker ist die Welt. Der gute Same steht für die Menschen, die zum Reich Gottes gehören. Das Unkraut steht für die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut sät, steht für den Teufel. Die Ernte steht für das Ende der Welt. Die Erntearbeiter stehen für die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und im Feuer verbrannt. Genauso wird es auch am Ende der Welt zugehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden. Sie werden alle aus seinem Reich einsammeln, die anderen vom Glauben abbringen und Gottes Gesetz nicht befolgen. Die Engel werden sie in den brennenden Ofen werfen. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Aber alle, die nach Gottes Willen leben, werden im Reich ihres Vaters strahlen wie die Sonne. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Soweit einmal der Bibeltext. Ich weiß nicht, wie geduldig ihr seid, ob ihr eher geduldige Menschen oder ungeduldige Menschen seid, also ob ihr es aushalten könnt, wenn etwas so passiert oder geschieht, was nicht vielleicht eurem Sinn entspricht. Es gibt ja Menschen, die haben eine ganz geringe Toleranzgrenze, sagen wir. Neulich war ich mal unterwegs mit der Bahn, saß in einem Abteil, da war eine Familie, die war fröhlich dabei, die hatten Karten, die spielten da an so einem Tisch Karten und das ging da ordentlich zur Sache. Und dann sah ich, wie ein älterer Mann hereinkam, im Lodenmantel gesetzt. Man merkte, der hatte wahrscheinlich irgendwo mal eine Leitungsfunktion. Und ich dachte, oh, das kann nicht gut gehen, da passiert gleich was. Und tatsächlich war es so, als er sich denn dazu setzte, es dauerte irgendwie keine 5 Minuten, da sagte er: Also so geht das hier nicht, also Sie sollten bitte mal leise sein, aufhören damit, er könne sich nicht konzentrieren, das wäre fürchterlich, man muss das jetzt mal beenden hier. Und ihr könnt euch vorstellen, eben war das noch so eine fröhliche Reisegesellschaft gewesen, auf einmal hingen die Eiszapfen im Abteil. Ja? Das macht ja atmosphärisch etwas mit einem, wenn einer dann auf einmal so eine Meldung macht. Und so ist es ja tatsächlich, die Toleranzgrenzen bei den Menschen sind unterschiedlich und Menschen mit einer sehr geringen Toleranzgrenze, mit denen kann das ganz schön anstrengend werden. Geduldig zu sein mit anderen, das ist wichtig, nicht sich sofort anzumachen, sich auch mal in die Lage eines anderen hineinversetzen zu können, das auszuhalten, wenn ein anderer anders denkt oder handelt als man selber, das sind grundsätzlich, glaube ich, gute Eigenschaften. Aber interessanterweise haben sie auch etwas zu tun mit unserem Glauben an Jesus. Paulus schreibt einmal, dass die Frucht des Geistes Geduld, Güte und Großzügigkeit sind. Geduld. Toleranz
heißt ja nichts anderes als Duldsamkeit oder erdulden können. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das hat nicht nur was mit dem Charakter zu tun eines Menschen, sondern das hat auch etwas mit dem Leben mit Christus zu tun. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir geduldige Menschen werden. Leute mit Menschen voller Güte und Großzügigkeit oder anders gesagt tolerante Menschen. Und wir brauchen diese Toleranz. Wir brauchen sie in unseren Familien. Wir brauchen sie auch in unserer Nachbarschaft. Das kennt ihr auch. Wenn ihr so einen intoleranten Nachbarn habt, dann gibt es nur Ärger. Immer. Man kann sich ja immer über irgendwas aufregen. Und wir merken, dass das wichtig ist, das auch mal auszuhalten. Wir brauchen es in der Gemeinde und wir brauchen es zunehmend auch in unserer Gesellschaft. Toleranz ist ja so ein Megathema in unserer Gesellschaft geworden, und zwar auch deshalb, weil natürlich unsere Gesellschaft so vielfältig geworden ist. Diversität ist das Fremdwort dazu. Wir merken, in unserer Gesellschaft hat sich unheimlich was getan. Die Soziologen sprechen davon, dass es früher eine normierte Mittelstandsgesellschaft gab, so zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Fall der Mauer. Da war in Deutschland eigentlich die Gesellschaft relativ homogen. Aber seit dieser Zeit ist unheimlich viel geschehen und die Gesellschaft ist viel, viel bunter geworden. Wenn man die deutsche Gesellschaft vergleicht mit einem Mehrfamilienhaus, dann war früher das Mehrfamilienhaus auch schon von unterschiedlichen Leuten bewohnt. Junge und alte Familien, Alleinstehende, die Müllers aus dem dritten Stock waren etwas reicher als die Meyers im Erdgeschoss. Der Sohn von Familie Schulze lernte Trompete, das war ein bisschen anstrengend, aber um 11 Uhr waren alle im Bett und dann war Ruhe. Also es gab irgendwie so eine Norm, worauf man sich am Ende dann verständigen konnte. Aber dieses Mehrfamilienhaus Deutschland, das ist deutlich bunter geworden. Müllers und Schulzes wohnen immer noch da drin, aber auch die Familie Bonga aus Tansania und Familie Chen aus Vietnam. Also ethnische Vielfalt. Unterm Dach wohnt ein schwules Paar, im Keller eine Patchwork-Familie. Die Lebensentwürfe sind unterschiedlich geworden. Wenn die indische Familie kocht, dann riecht es im ganzen Haus tagelang nach Curry. Und wenn die griechische Großfamilie feiert, dann hört man die Bässe noch nachts um 4 Uhr. Und wir wissen alle, dann ist wirklich Toleranz gefragt. Also das geht dann auf mich nicht mehr so gut. Geduldige Menschen kommen an ihre Grenzen und viele fordern heutzutage, oder einige zumindest fordern, es war doch so schön, wie es früher mal war, können wir das nicht irgendwie wieder zurückdrehen? Kann das nicht wieder so sein wie in den 70er Jahren? Aber wir wissen, das funktioniert nicht. Das kriegen wir nicht hin. Konrad Adenauer soll ja den Satz gesagt haben, wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind, andere gibt's nicht. Das finde ich ein super Spruch, weil das stimmt ja. Die Menschen sind so, wie sie sind, erst einmal. Wir können uns die nicht aussuchen. Wir leben in diesem Land, in dieser Gesellschaft zusammen, miteinander. Und wir müssen sie erst einmal so nehmen, wie sie sind. Lass uns mal schauen, was Toleranz bedeutet. Denn das ist wichtig, das nochmal zu klären. Da gibt es unterschiedliche Verständnisse dafür. Ich habe nochmal bei Wikipedia nachgeschlagen. Und da finde ich eine ganz folgende Definition, die finde ich sehr interessant, weil sie diese Spannung aufnimmt, wie unterschiedlich Toleranz verstanden wird und wie es eigentlich doch gemeint ist. Dort lesen wir, Toleranz, auch Duldsamkeit, ist allgemein ein gelten lassen und gewähren lassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Umgangssprachlich ist damit heute häufig auch die Anerkennung einer Gleichberechtigung gemeint, die jedoch über den eigentlichen Begriff hinausgeht. Also das ist nochmal wichtig festzustellen. Toleranz bedeutet eigentlich geduldig sein miteinander, es auszuhalten, dass ein anderer anders denkt, anders lebt, anders handelt als man selber. Toleranz bedeutet nicht, alles ist gleichgültig. Was immer du meinst oder denkst oder sagst, da darf sich niemand sozusagen der Meinung sein, dass das, was er denkt, irgendwie richtiger sei als das andere. Denn alles ist irgendwie gleich richtig und gleichgültig. Aber das funktioniert ja nicht, das wissen wir selber. Das geht nicht, es kann nicht alles gleich wahr sein. Ich möchte es mal versuchen, am Beispiel des Essens deutlich zu machen. Es gibt ja Menschen, die
essen jeden Tag Fast Food. Wenn ich keine Frau hätte, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen. Also Pizza und Burger und Pommes und all diese schönen Sachen. Und dann gibt es andere, die legen sehr viel Wert auf die Ernährung, auf ausgeglichene Ernährung oder ernähren sich vielleicht vegan oder so etwas Ähnliches. Und das ist ja auch ein Zeichen unserer Diversität, dass es auch so unterschiedliche Essgewohnheiten gibt. Das ist ja manchmal auch ganz schön anstrengend, wenn man jemanden anderen einlädt und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Aber Toleranz bedeutet zunächst einmal, den anderen stehen zu lassen mit seinen Essgewohnheiten, ihn nicht zu zwingen, das zu essen, was man selber vielleicht gerne isst. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass es egal ist, wie man sich ernährt. Also es gibt tatsächlich eine Ernährung, die führt eher zum Tode als ein anderes. Ja, das ist einfach so, das kann man empirisch nachweisen. Darüber kann man auch mal diskutieren, was wirklich gut ist, was dem Körper, vielleicht auch der Seele gut tut. Man muss da vielleicht ein rundes Bild haben. Aber versteht ihr, einfach zu sagen, es ist egal, keiner darf behaupten, dass wenn ich jeden Tag Pizza esse, dass das mir schaden würde. Dann bist du intolerant, das wäre natürlich falsch. Sondern es heißt, es auszuhalten, dass ein anderer sich anders entscheidet und anders lebt und anders handelt. Okay? Ich halte es aus. Das ist Geduld. Nun erzählt Jesus hier ein Gleichnis, das schauen wir uns noch ein bisschen an. Und er will damit eigentlich die Toleranz Gottes beschreiben. Die Toleranz Gottes mit den Menschen. Er erzählt das Gleichnis von einem Bauern. Das war natürlich eine Agrargesellschaft, da konnte sich das jeder gut vorstellen. Ein Landwirt sät Weizensamen auf sein Feld. So weit, so gut, aber nachts, der hat irgendwie einen Nachbarn, der ist böse, der mag ihn nicht. Was tut er? Er nimmt Unkrautsamen und streut sie auf das Feld seines Nachbarn. Man denkt, sowas gibt es ja gar nicht, aber sowas gab es tatsächlich. Es gibt also antike Berichte darüber, dass Leute das tatsächlich so gemacht haben. Da konnte man den anderen natürlich sehr schaden mit so einem Verhalten, das ist klar. Und am Anfang sieht man nicht genau, was das jetzt eigentlich ist. Ist das jetzt Weizen oder ist das vielleicht doch das Unkraut? Dieses Unkraut habe ich euch mal mitgebracht. Taumelläulich heißt das oder auch Schwindelweizen. Das ist giftig, das muss man auch dazu wissen. Das ist nicht einfach neutral sozusagen, sondern es ist giftig. Und das, der junge Weizen, erkennt ihr einen Unterschied? Die Bilder sind jetzt auch nicht ganz äquivalent, aber es ist wirklich schwer, das herauszufinden. Man kann vielleicht, wenn man sich wirklich Mühe gibt, dass den ein... So, aber wenn man ein riesengroßes Feld hat, dann kann man ja nicht bei jedem Halm da 5 Minuten stehen und das analysieren. Also es ist schwierig. Ist schwierig. Und jetzt kommen die Knechte und sagen, lass uns doch das Unkraut schon mal rausreißen. Sollen wir nicht immer schon mal damit anfangen? Und hier ist es eben sehr interessant, dass der Bauer sagt, nein, lass das. Lass das, wartet ab bis zur Ernte. Dann wird man das genau erkennen können. Und dann haben wir immer noch Zeit, das Unkraut auszusortieren und zu verbrennen. Seid geduldig, sonst schadet ihr am Ende auch dem Weizen. Sonst geht da was kaputt, so sagt er. Das ist sein Argument. Und Jesus deutet dann das Gleichnis und sagt, ja, das ist eigentlich so, mit dieser Welt ist es so. Der gute Seemann, das bin ich. Ich bin derjenige, der das Evangelium aussät und darauf hofft, dass es Frucht bringt bei den Menschen. Aber es gibt eben halt auch das Böse in dieser Welt und Menschen, die sich dem Bösen hingeben. Aber erst am Ende, sagt er, erst am Ende wird es ein Gericht darüber geben. Und nicht ihr sollt anfangen, dieses Gericht jetzt schon zu halten, sondern ihr sollt abwarten, ihr sollt geduldig sein. Es ist also nicht der Auftrag der Christen, heutzutage schon zu verurteilen und das letzte Urteil zu sprechen über andere, sondern Gott wird am Ende gerechtes Urteil halten und darauf sollen wir warten. Warum ist Toleranz so wichtig? Ich erkenne 3 Gründe für Toleranz, für die Geduld. Das erste, Toleranz ist Ausdruck der Liebe. Noch einmal, Toleranz bedeutet nicht, es ist egal, was du tust, sondern ich halte es aus, ich ertrage es, dass ein anderer anders denkt oder handelt, als ich es für richtig halte. Und das ist ein Teilaspekt der Liebe. Es ist nicht die ganze Liebe. Liebe muss auch manchmal Klartext reden, das wissen wir auch. Aber ein Teilaspekt der Liebe ist, das auszuhalten, dass ein Mensch sich anders entscheidet. Und Christus selber weist immer wieder darauf hin, zum Beispiel, wenn er die Feindesliebe seinen Jüngern erklärt und begründet, dann verweist er auf die Geduld
Gottes mit den Menschen, auf die Toleranz Gottes. Matthäus 5. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Jetzt kommt die Begründung. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute. Er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Und so ist es ja tatsächlich. Gott, obwohl die Menschen sich häufig gegen ihn entscheiden, obwohl sie eigene Wege gehen, liebt Gott die Menschen und hält das aus. Und man kann sich vorstellen, dass das Gott manchmal richtig wehtut und schmerzt, wenn er sieht, wie die Menschen sich entscheiden und wie sie von ihm weglaufen und was sie dabei alles anstellen und sich selber verletzen und andere verletzen. Aber Gott bestraft diese Welt nicht und haut alles kurz und klein, sondern er hält es aus. Er segnet auch die Menschen, die ihm feindlich gesinnt sind. Und so sollen wir Menschen auch die Freiheit geben, selber zu entscheiden, auch wenn wir diese Entscheidung nicht gut finden. Es ist ein Stück der Liebe. Nicht die ganze Liebe, aber ein Stück Liebe. Was bedeutet das jetzt praktisch? Zum Beispiel, lass uns mal überlegen, was bedeutet das für unsere Familien? Viele Eltern haben den Wunsch, wenn sie Christen sind, dass ihre Kinder auch Jesus-Nachfolger werden. Wir haben ja 3 Kinder und ich weiß noch, so im Teenie-Alter, da haben wir das manchmal auch so miteinander, meine Frau und ich, besprochen und gesagt, wie schön wäre es doch, wenn unsere Kinder auch anfangen, Jesus nachzufolgen. Aber jeder von uns weiß, dass wir das nicht einfach machen können. Wir können unsere Kinder nicht dazu zwingen, Christen zu werden. Das funktioniert nicht. Ich kann ihnen von Jesus erzählen, ich kann sie einladen, ich kann ihnen vor allen Dingen den Glauben vorleben. Das sollten wir auch tun, aber wir können sie nicht zwingen und wir dürfen es nicht. Nicht durch emotionalen Druck, nicht durch ein schlechtes Gewissen, auch nicht, was manche machen, durch Geldzahlung. Ich hörte mal von einem Vater, der zu seinem Sohn sagte, immer wenn du in den Gottesdienst kommst, dann kriegst du 10 Euro von mir. Ist natürlich ein schöner Versuch, aber kann man so dazu beitragen, dass ein Mensch Christ wird, dass man ihn bezahlt? Nein, funktioniert nicht. Das kriegen wir so nicht hin, sondern was Eltern tun können, ist, den Glauben vorzuleben, natürlich auch zu beten für die Kinder, vielleicht die eine oder andere Hilfestellung zu geben. Aber man kann die Kinder nicht zwingen, Christen zu werden, sondern es ist ein Ausdruck meiner Liebe für mein Kind, wenn ich ihm diese Freiheit lasse und ihm diese Freiheit gebe. Und wenn das Kind sich anders entscheidet, werde ich es dann weniger lieb haben? Hoffentlich nicht. Sondern im Gegenteil, ich werde es vielleicht noch ein kleines Stückchen mehr lieb haben, weil ich das Allerbeste für mein Kind wünsche. Das hat Jesus ja auch selber so erzählt im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater lässt seinen Sohn laufen. Er hält ihn nicht fest zu Hause. In unserer Gesellschaft ist Toleranz gefordert. Die christliche Prägung in unserem Land nimmt ab und das haben wir uns, glaube ich, manchmal noch nicht so richtig bewusst gemacht, was das eigentlich bedeutet. Wir sind ja kein christliches Land mehr. Also es ist so, dass die Anzahl der Menschen, die einer Kirche angehören, in Deutschland jetzt unter die 50%-Marke rutscht. Im frommen Südwesten von Deutschland merkt man das noch nicht so stark, aber in den Großstädten merkt man es und natürlich im Osten besonders. In Hamburg habe ich es auch viel deutlicher erlebt. Also wir haben nur noch ein Land mit einer christlichen Minderheit. Das muss man sich bewusst machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass christliche Gedanken, Überzeugung, christliche Ethik immer weniger in der Gesellschaft verankert sind oder dass sie weniger plausibel sind für die Leute. Und Menschen entscheiden sich anders. Andere Lebensentwürfe in vielen Bereichen, in der Sexualethik merkt man das natürlich sehr deutlich, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo das so ist. Und wir müssen als Christen damit irgendwie umgehen. Wir können nicht einfach sagen, ja, die müssen sich jetzt alle danach richten, wie wir denken und fühlen und handeln. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, oder? Ich weiß noch, wie vor Jahren, das ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her, 15 Jahre, kam mal eine Frau zu mir aus der Gemeinde und sagte, Markus, bei mir in der Nachbarschaft gegenüber im Haus ist ein schwules Paar eingezogen und ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt da verhalten soll, was mache ich denn da und so weiter und so fort.
Und dann haben wir darüber nachgedacht und dann haben wir miteinander eigentlich festgestellt, hier ist die gleiche Wertschätzung, die gleiche Freundlichkeit, die gleiche Liebe geboten wie bei jedem anderen Menschen auch. Auch wenn als Christ ich vielleicht dieses Verhalten nicht richtig finde, so werde ich doch jedem Menschen mit Respekt, mit Annahme, ja auch mit Liebe begegnen. Nicht mit Gleichgültigkeit, sondern mit Liebe und Achtung. Und die Toleranz ist gefordert im Bereich der Religionsfreiheit. Auch das ist ganz interessant. Ich habe euch mal eine Weltkarte der Religionsfreiheit mitgebracht. Das ist jetzt, also je dunkler rot es wird, umso weniger Religionsfreiheit gibt es dort. Das ist nicht von einer christlichen Organisation, das ist irgendwie von der UNO oder so. Also die stellen fest, wenn man jetzt die Karte anschaut, dass der Wert der Religionsfreiheit kaum in muslimischen Ländern vorhanden ist, auch nicht in hinduistischen Ländern übrigens, also das wissen viele nicht, also in Indien gibt es einen Ministerpräsidenten, der ein fundamentalistischer Hindu ist und der also alle anderen Religionen, auch die Christen, im Grunde genommen verfolgt. Also in Indien ist eine Verfolgungssituation entstanden in den letzten Jahren. Übrigens auch nicht in atheistisch geprägten Ländern wie China oder Nordkorea, die sich ja eigentlich auf Aufklärung und so weiter beziehen in ihrem Grundanliegen, gibt es keine religionsfreie, keine wirkliche. Manchmal auf dem Papier, aber nicht im Leben. Aber in christlich geprägten Ländern, sicherlich gibt es auch noch Abstufungen, klar, aber grundsätzlich muss man sagen, in christlich geprägten Ländern gibt es Religionsfreiheit. Warum? Weil das Evangelium Toleranz lehrt. Das Evangelium lässt dem anderen die Freiheit, seine Religion auszuüben. Und Christen sollten sich immer für Religionsfreiheit einsetzen, und zwar nicht nur für ihre Glaubensgeschwister, das natürlich auch, aber überhaupt, auch in unserem Land, sollten wir ganz genau darauf achten, ob die Religionsfreiheit eingeschränkt wird oder nicht. Wir sollten dafür sorgen, dass Menschen ihre Religion ausüben können, auch wenn sie nicht die unsere ist. Der zweite Grund, warum wir tolerant sein sollen: unsere Urteilskraft ist begrenzt. Da können wir nochmal zurückgehen hier zu dem Gleichnis und stellen fest, dass der Landwirt, also die Knechte sagen ja, also wir wollen da schon mal ran, und der Landwirt sagt, nein, lasst es nochmal, sonst wird ein Schaden entstehen. Und ich glaube, dass das ein gutes Bild auch für uns Christen ist. Auch wir sollten vorsichtig sein in unserem Urteil über andere Menschen. Es kann sein, dass wir schnell daneben liegen. Und häufig tun wir das auch, denn unsere Urteilskraft ist ja begrenzt, und zwar mindestens aus drei Gründen. Erstens, keiner von uns hat den absoluten Durchblick. Paulus beschreibt das ja mit diesem berühmten Satz, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, und er meint, niemand von uns ist sozusagen deckungsgleich mit dem Willen Gottes, hat alles erkannt, obwohl einige so tun, als ob sie alles erkannt hätten. Ich manchmal auch, muss ich zu meiner Schande zugeben. Aber eigentlich ist es so, dass wir immer nur uns bemühen zu erkennen, wie Gott ist und was er denkt. Wenn wir die Bibel lesen, dann tun wir das demütig. Unsere Erkenntnis im Wort Gottes ist nicht gleichzusetzen mit dem, was Gott will, sondern es ist nur unsere Erkenntnis. Und das ist wichtig, sonst fangen wir an, ganz schnell andere Leute in einer unguten Art und Weise nicht nur zu beurteilen, sondern häufig auch zu verurteilen. Das Zweite ist, dass wir Menschen nicht ins Herz schauen können. Wir wissen manchmal nicht, warum sie sich so entscheiden. Wir kennen manchmal ihre Biografie nicht. Wir wissen nicht um ihre Beweggründe. Und deswegen sollten wir in unserem Urteil vorsichtig sein. Und wir wissen auch nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wir sehen ja immer nur eine Momentaufnahme. Aber es ist ja häufig so, dass auch etwas manchmal reifen muss an einem Menschen. Und wenn man gerade junge Menschen immer schon bei jedem Gedanken, den sie äußern, verurteilt und sagt, das darfst du aber nicht denken und das ist ja falsch, dann lassen wir es nicht zu, dass sich auch etwas entwickeln kann an Überzeugungen in Menschen.
Wie schnell habe ich schon vorschnell Urteile abgegeben? Ich erinnere mich, zu meiner Schande muss ich das bekennen, an eine Szene, die ich mal hatte als Student. Da haben wir miteinander einen Artikel gelesen von einem Oberkirchenrat einem lutherischen Oberkirchenrat aus Württemberg. Und wir waren überhaupt nicht seiner Meinung und haben so einen gepfefferten Leserbrief geschrieben. In unserem jugendlichen Leichtsinn, muss man dazu sagen. Wir fühlten uns natürlich richtig cool, den haben wir es mal gegeben. Aber der schrieb dann zurück. Oh, da wussten wir, das ist nicht nur eine Meinung, sondern da ist noch ein Mensch, den haben wir irgendwie getroffen. Und der schrieb dann, also ihr seid mir schöne Theologiestudenten. Also ihr habt noch nichts gelernt in eurem Leben. Und da hatte er auch irgendwie recht damit. Und hinterher habe ich mich geschämt dafür und habe mich auch entschuldigt bei ihm. Es ist so ein Ding, deswegen erzähle ich das hier, das ist mir einfach hängen geblieben, weil ich dachte, da so schnell so ein Urteil über jemand anders, was dann echt auch nach hinten geht. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Er sagt, das fällt nochmal wieder auf euch zurück. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht gegenseitig mal etwas sagen müssen. Das müssen wir ja. Wir müssen ja Menschen sein, die auch Kritik aushalten. Und wir müssen häufig auch ermahnt werden oder auf Dinge hingewiesen werden. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollten wir keine Freude daran haben, andere Menschen zu verurteilen und uns über sie zu erheben oder sie in irgendwelche Schubladen zu stecken. Und das Dritte. Ich hoffe, dass ihr noch Kraft habt für den letzten Punkt. Seid ihr noch dabei? Okay. Es gibt den Tag des Gerichts. Das kommt auch hier drin vor. Und jetzt wird es nochmal echt spannend und wir merken, dass das Toleranzverständnis, was hier geäußert wird von Jesus oder uns vorgestellt wird, dass das nicht so ganz deckungsgleich ist mit dem Toleranzgedanken, den wir in unserer Gesellschaft manchmal pflegen. Jesus sagt, seid geduldig, weil es am Ende der Zeit ein Gericht geben wird. Gott wird richten. Und das passt ja überhaupt gar nicht zu dem, wie wir jetzt so normalerweise denken und fühlen. Gericht, das hört sich sehr brutal irgendwie an, merkwürdig. Wir hätten das gar nicht so gerne. Aber ich glaube, dass dieser Gedanke oder eben das Wissen darum, dass Gott am Ende Gericht halten wird, dass das für uns sehr befreiend sein kann, und sehr tröstlich sein kann. Es macht uns toleranzfähig, würde ich sagen. In dieser Welt gibt es Böses. Dieses Unkraut sozusagen. Es gibt Böses in dieser Welt. Giftiges Unkraut. Und Gott verspricht, dass am Ende der Zeit es Gerechtigkeit geben wird. Dass Gott das Recht wiederherstellen wird. Und weil Gott das tut, deswegen müssen wir das eben hier heute nicht tun. Der kroatische Theologe Miroslav Volf berichtet davon, wie er 1991 während des Jugoslawienkrieges mit seiner Familie und mit seinem Studenten, er ist Professor, nach Slowenien fliehen musste. Also er musste aus Kroatien weg, in Kroatien waren Kämpfe und sie saßen dort und guckten sich im Fernsehen an, was in ihrer Heimat geschah. Ganz grausame Dinge, wie Krieg immer so ist, das wissen wir ja jetzt, wie Krieg ist. Also Häuser werden zerstört, Frauen werden vergewaltigt, Menschen werden unschuldig erschossen. Und er saß dort mit seiner Familie und seinen Studenten und in ihn kam der Zorn hoch und der Groll und diese Rachegedanke, die müssen wir jetzt auch umbringen. Und man kann das gut verstehen, oder? Man kann das gut verstehen. Und die Frage ist ja, wie kann man in solch einer Situation geduldig sein? Wie kann man dem Hass begegnen, der in einem aufsteigt? Und Miroslav Volf schreibt dazu Folgendes: Es war ein Trost und eine tiefe Beruhigung zu wissen, dass all das Böse nicht einfach unbestraft bleiben wird. Viele Mörder werden wohl nie vor ein Gericht gestellt werden, aber vor Gottes Gericht müssen wir alle einmal stehen. Das letzte Gericht ist Gottes Sache und nicht unsere. Und wenn das wahr ist, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das wahr ist, dann macht uns das fähig, heute gegen den Hass und gegen die Bitterkeit uns zu wenden und uns für Vergebung und für Versöhnung zu arbeiten.
Und noch ein allerletzter Gedanke. Jesus schließt die Deutung dieses Gleichnisses mit einer Vision ab. Er sieht etwas, er zitiert den Propheten Daniel und schreibt hier, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Kennt ihr das Lied von Peter Strauch? Sicherlich, ne? Er sagt, am Ende werden sie rein sein und klar sein, die Gerechten wie die Sonne. Nichts Falsches und nichts Böses mehr ist an ihnen. Eine großartige Vision. Und man denkt, ja, da möchte ich auch dabei sein, wenn die Gerechten leuchten wie die Sonne. Aber die Frage ist ja, wie schaffen wir das denn, dabei zu sein? Denn wir selber sind ja nicht frei von Hass und von Egoismus und von Ungeduld, dass wir nur noch so strahlen können voll Gerechtigkeit und Liebe. Wie bekommt man das hin? Und ich bin davon überzeugt, dass wir das selber gar nicht hinbekommen, sondern dass wir dafür eigentlich Jesus brauchen. Jesus ist uns zur Gerechtigkeit geworden. Er vergibt uns, er verändert uns. Er macht uns zu Menschen, die nicht mehr intolerant sind, sondern die geduldig in ihrem Leben mit ihren Mitmenschen umgehen können. Und das ist so wichtig, weil wir natürlich bei diesem Ganzen, wir haben heute darüber nachgedacht, ganz schnell kann man sagen, naja, wir sind sozusagen die Guten, wir sind die Gerechten und die Frommen und die anderen, das sind die Sünder und so weiter. Oder wir haben die Wahrheit in der Tasche und die anderen, die sind einfach noch ein bisschen zu dumm, das zu verstehen, wie das so ist. Aber wir müssen demütig bekennen, dass nicht wir diejenigen sind, die das alles so gut hinbekommen oder die alles wüssten, sondern dass es Jesus ist. Und das ist so wichtig. Er ist die Wahrheit, nicht wir. Er ist der Weg, nicht wir. Er ist das Leben, nicht wir. Und wenn wir Jesus haben, dann strahlen wir wie die Sonne. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitte euch dazu einmal aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Güte, Freundlichkeit und Geduld mit uns und mit dieser Welt. Wir bekennen dir heute, dass wir selber nicht so sind, wie wir eigentlich sein sollten, dass wir von dir weglaufen und dass wir dem Bösen in unserem Leben so viel Raum geben. Und da geschehen so schlimme Dinge dadurch, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, auch in dieser Welt durch die Kriege. Und wir danken dir dafür, dass du uns nicht einfach auslöscht, sondern dass wir trotz unserer falschen Wege so oft deine Güte und Gnade in unserem Leben erfahren. Wir danken dir dafür, dass du geduldig bist mit uns und mit dieser Welt. Und wir bitten dich von Herzen, dass dein Wesen uns mehr und mehr prägt. Wir wünschen uns, dass du mit deiner Güte und Geduld unser Leben veränderst. Wir bitten dich um deinen Geist, der allein fähig ist, uns zu geduldigen Menschen werden zu lassen. Wir bitten dich darum, dass du uns hilfst in dieser echt komplizierten Welt, in dieser komplizierten Zeit, in einer Gesellschaft, wo wir häufig gar nicht mal richtig durchblicken, was ist eigentlich wahr, was ist falsch. Wir bitten dich darum, dass du uns durch deinen Geist Klarheit schenkst, aber dass du uns gleichzeitig erfüllst mit unendlich viel Liebe und Geduld. Wir brauchen dich mehr als alles andere, Herr. Amen. Thank you.